Herzlich willkommen zu diesem Video zum Thema Mediationsanalyse mit JASP. JASP bietet seit kurzem auch die Möglichkeiten, Mediationen zu testen. Im Hintergrund von JASP basiert das auf einem linearen Strukturgleichungsmodell. In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie man mit JASP mit nur sehr wenigen Schritten ein Mediationsmodell testen kann. Zuerst laden wir unsere Daten. Bevor wir starten können, müssen wir noch auf den Typ der Variablen achten. JASP basiert auf R und R erwartet, dass die verschiedenen Variablen des Modells die dafür vorgesehenen korrekten Typen haben. Die sehen wir jeweils hier links oben. Die ändern wir jetzt überall zu Scale. Dann gehen wir zur Mediation. Die ist Teil des Menüpunkts SEM. Falls Sie den bei sich noch nicht angezeigt bekommen bei JASP, können Sie den Menüpunkt hier hinzufügen. Unter SEM gibt es den Punkt Mediation Analysis. Die UV schieben wir zu den Predictors. Den Mediator zu Mediators. Und die abhängige Variable zum Outcome. Wir bekommen jetzt auf der rechten Seite den direkten Effekt, den indirekten Effekt und den totalen Effekt. Dabei ist der totale Effekt, also eigentlich das Ergebnis einer einfachen Regression von UV und AV, die Summe von direkten Effekt und indirekten Effekt. Kann man bis auf eine Rundungsdifferenz auch leicht nachprüfen hier an den Zahlen. Zuerst gucken wir es uns kurz grafisch an. Hier unten haben wir den direkten Effekt, da den A-Pfad und da den B-Pfad der Mediation. Und der indirekte Effekt ist das Produkt aus A- und B-Pfad. Unter Advanced kann man verschiedene Möglichkeiten einstellen zur Schätzung und für die Art der fehlenden Werte. Da würde ich im Normalfall nichts verändern. Die Voreinstellung hier ist für die fehlenden Werte die sogenannte Full Information Maximum Likelihood Methode. Das ist eine sehr gute Methode zum Umgang mit fehlenden Werten. Unterscheidet sich insofern dann auch von den Ergebnissen ein bisschen von dem, was Sie zum Beispiel mit Process unter SPSS rausbekommen würden, weil Process mit Exclude Cases listwise arbeiten würde. Dann gehen wir noch zu den Optionen. Man kann das R-Quadrat anfordern, also wie viel Varianz der abhängigen Variable werden von Mediator und UV zusammen erklärt und wie viel Varianz des Mediators wird von der UV erklärt. Man kann die Schätzung auf standardisierte Größen umstellen, das heißt oben bisher haben wir unstandardisierte Bs. Und hier kann man jetzt auf standardisierte Werte umstellen. Wenn ich es richtig interpretiere, ich habe es mal mit den Ergebnissen von Process und der SPSS abgeglichen, sind es allerdings teilstandardisierte Werte. Das heißt, die Standardisierung erfolgt, soweit ich das einschätzen kann, nur auf Basis der Kriteriumsvariable. Also im Sinne von Process Partially Standardized Estimates. Ich nehme den Haken auch wieder raus. Ich würde Mediation normalerweise eher unstandardisiert berichten. Mit die wichtigste Option sind die Konfidenzintervalle. Hier in den Fußnoten sehen Sie Normal Theory Confidence Intervals. Das heißt, das ganze Verfahren geht bisher davon aus, auch mit den Z-Values, dass diese verschiedenen Pfade normal verteilt sind. Das ist insbesondere für den indirekten Effekt im Regelfall eine nicht zutreffende Annahme. Denn selbst wenn der A-Pfad und der B-Pfad normal verteilt sind, ist deswegen das Produkt zweier normal verteilter Variablen, nämlich der indirekte Effekt, noch lange nicht normal verteilt. Deswegen würde ich dieser Normalverteilungsannahme frühestens trauen ab ungefähr n gleich 400. Daher ist es eigentlich üblich, bei Mediationen mit Bootstrapping zu arbeiten.
Bootstrapping ist ein nonparametrisches Verfahren, das also keine Verteilungsannahmen hat. Wenn Sie mehr über dieses Verfahren wissen wollen, dazu habe ich ein gesondertes Video gemacht. Der Link ist in der Beschreibung. Jetzt stelle ich Bootstrapping ein. Die Anzahl der Replikationen stelle ich auf 5000. Denn 1000 ist eigentlich ein bisschen zu wenig. Als Typ würde ich dieses Bias Corrected Percentile lassen. Sie sehen hier oben, das Programm arbeitet und das wird jetzt eine gewisse Zeit dauern. Deswegen kommt jetzt ein Schnitt. So, jetzt sind ungefähr 5 Minuten vergangen und wir haben die Ergebnisse. Die Konfidenzintervalle, die wir jetzt bekommen, basieren auf Bootstrapping. Das heißt, die basieren jetzt nicht mehr auf irgendwelchen Verteilungsannahmen, sind insofern also robust. Wir sehen für den indirekten Effekt, die Null ist nicht umschlossen vom Konfidenzintervall, also haben wir hier einen signifikanten indirekten Effekt. Genauso in diesem Fall für den direkten Effekt und für den totalen Effekt. Auch die haben beide Konfidenzintervalle, die die Null nicht einschließen, sind also signifikant. Und damit haben wir auch schon die Ergebnisse unserer Mediationsanalyse. Wir haben hier also einen signifikanten Effekt von der UV auf die AV, der teilweise vermittelt wird über den Mediator. Teilweise deswegen, weil auch noch ein signifikanter direkter Effekt verbleibt. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für Sie. Weitere Tutorials zu den theoretischen Grundlagen der Mediation finden Sie auf meiner Internetseite. Die Links dafür sind in der Beschreibung.